Stefan Meyer, am Schluss hat Thurgau das Tempo erhöht. War es zu spät? Zu spät. Ich meine, man weiß, wie gut Langenthal im Umschaltspiel ist. Und ich denke, wir haben das Spiel die ersten zwei Minuten verloren, wo wir 2-0 hinten waren und einen Shorthander kassiert haben. Ich muss der Mannschaft aber doch trotzdem ein großes Kompliment aussprechen, wie wir darauf reagiert haben. Wir haben nicht den Kopf verloren. Wir sind nicht auseinandergefallen wie das letzte Mal hier, wo das erste Drittel 4-0 war. Wir hatten die Chancen, wir hatten 5 gegen 3. Langenthal hat eine Powerplay-Situation genutzt, wir nicht. Am Ende des Tages kann man sich so einen Start hier nicht leisten, aber die Mannschaft hat gefightet bis zum Schluss. Und es zeigt, dass wir eigentlich immer stabiler werden, jetzt auch auf Richtung von den Playoffs. Dann sind Sie selbst mit dem Resultat einigermaßen zufrieden? Absolut nicht, aber man muss immer alles in Relation sehen. Man kann scheiße spielen. Man kann scheiße spielen, so wie das letzte Spiel, man geht praktisch unter. Oder man macht einen Fight, einen ehrlichen Fight wie heute und mehr kann ich von der Mannschaft nicht erwarten. Ich hasse verlieren, aber man muss auch das akzeptieren. Bitte. Dominik Hobby, in den ersten 2 Minuten 2 saublöde Goal. Hat man dort den Match verloren? Ja, wenn du jetzt auf den Ofen schaust, schon, ja. Es ist wie so ein paar Mal die Saison, wo wir es eigentlich betont haben vor dem Spiel. Vor allem hier in Langenthal, wenn sie daheim sind, musst du die ersten 15 Minuten einfach so das einfachste Hockey auf der Welt spielen. Und das haben wir wieder nicht geschafft. Und nachher finde ich... Man hat ja den noch aufgedreht, aber vielleicht ein bisschen spät. Ja, auch wieder ein bisschen zu wenig aus der Chance gemacht. Ich glaube, über das ganze Spiel haben wir mehr gehalten sein, aber halt wieder nicht, wie soll ich sagen, nicht so wie das zweite, wo wir am Schluss hineingewirkt haben. So müssen wir halt Goal schiessen.